Guten Tag, mein Name ist Rolf Ott, ich komme aus Zürich, aus der Schweiz. Ich arbeite seit über 30 Jahren als Heilpraktiker, Masseur und im ganz Speziellen als APM-Therapeut. Jeder APM-Therapeut weiß, dass beinahe jede Erkrankung, aus welcher Ecke sie auch immer kommt, eine energetische Komponente hat. Diese energetische Komponente ist letztendlich auch dafür verantwortlich, dass wir es auch immer mit einer muskulären Disbalance zu tun haben. Die muskuläre Disbalance ist es, die das ganze Skelett nun aus dem Lot zieht, und das soll das Ziel sein, dass das Skelett wieder ins Lot gerückt wird. Es gibt sehr viele Therapiearten, die dieses Ziel haben. Nur die verspannte Muskulatur ist das Hauptproblem, denn die ist dafür verantwortlich, dass korrigierte Skelettteile relativ schnell wieder in die alte Fehlhaltung zurückgezogen werden. Im folgenden kurzen Filmbericht werden Sie nun sehen, was für wunderschöne Möglichkeiten es gibt, mit diesem Therapiekissen, mit dieser Schwingtechnik zu arbeiten, um den Körper optimal zu entspannen, so dass die Gelenke wieder Gelenksflüssigkeit produzieren können, so dass auch eine Bandscheibe dabei regenerieren kann. Wesentlicher Bestandteil der Behandlung ist ein patentiertes Schwingkissen. Neben verschiedenen Grifftechniken bildet einzigartige Ergonomie die Grundlage für eine erfolgreiche Behandlung. Mit feinen Schwingungen wird die ganze Wirbelsäule mit ihren über 150 Gelenkflächen in eine dreidimensionale Mobilisation gebracht. Dies bewirkt, dass schon nach einer kurzen Behandlungszeit die Gelenke die sogenannte Synovialflüssigkeit oder einfacher ausgedrückt die Gelenkschmiere produzieren. Dadurch wird die ganze Wirbelsäule sofort viel beweglicher. Eine weitere wichtige Auswirkung ist die neuromuskuläre Relaxation, die eine optimale Entspannung des Patienten ebenso unterstützt wie das ergonomische Liegen auf dem Kissen. Alle Faszien sind in Bewegung und muskuläre Verspannungen werden dabei sehr schnell aufgelöst. Die Entspannung ist so wirkungsvoll, dass sich sogar Bandscheiben regenerieren können. Ein wichtiger Griff in dieser Therapie ist der spezielle Hautfaltengriff. An verschiedenen Körperzonen angewendet, unterstützt man damit gezielt die Funktion von Organen. Nun folgt eine dreidimensionale, spiraldynamische Mobilisation des Schulterblattes und der dazugehörigen Funktionseinheit Schlüsselbein, Brustbein und Oberarm. Damit wird auch eine Entspannung der gesamten dazugehörigen Muskulatur bewirkt. Mit einer Dehnung der Halswirbelsäule werden deren Bandscheiben entlastet und die Wirbelkörper können bei Fehlstellungen in ihre korrekte Position zurückfinden. Das Schwingen über den Oberarm ist eine notwendige Vorbereitung für die dann direkt folgende Schulterblattbehandlung. Wie alle vorbereitenden Griffe dienen auch diese Oberarmschwingungen der muskulären Entspannung. Das Anheben des Schulterblattes ist die Vorbereitung für die Schwingbehandlung über das Schulterblatt. Durch das tiefe Eingreifen unter das Schulterblatt werden die dort vorhandenen Muskelpartien schonend gedehnt. Rhythmische Schwingungen über das Schulterblatt bewirken eine weitere Mobilisation der gesamten Funktionseinheit. Wie beim Dehnen der Halswirbelsäule werden mit der hier gezeigten Grifftechnik auch die Bandscheiben entlastet. Sowohl das Nachschwingen des Patienten als auch das Ausstreifen bewirken eine Harmonisierung des Energiekreislaufes, die sich beim Patienten durch ein sich unmittelbar einstellendes Wohlbefinden äußert.